Dunwall verändert sich schnell. Vor 6 Monaten gingen in Draper's Ward noch die Reichen und Wohlhabenden ein und aus, um gesehen zu werden. Die Seuche hat das Viertel dahingerafft. Und jetzt kämpfen 2 Banden um die verfaulenden Überreste. Die Hutmacher und Lizzys Bande, die Toten Aale. Lizzie Stride war der Boss der Toten Aale, bis Edgar Wakefield sie um ihren Platz betrogen hat. Und um ihr Boot. So etwas passiert in Dunwall jeden Tag. Ich verurteile ihn nicht. Ich habe schon Schlimmeres getan. Aber ich brauche das Boot. Edgar Wakefield und ich haben was zu klären. Ist das jetzt manchmal die große Flucht irgendwie von ihm, von allem? Gefühlt? Okay, aber wir holen uns auf jeden Fall die Rune. Ein Geschenk von Abigail. Sie bietet dir ein Knochenartefakt an. Okay, gut, das machen wir auch. Werf eine Kiste mit Vorräten in der Nähe des Undinen ins Wasser. Du musst tauchen und ihr Anhalte. Ja, was heißt Vorräte? Das wäre jetzt mal interessant. Sollte ich auch nehmen. Und der Rest ist halt, ja, spare ich mir doch auf. Also ich weiß nicht, wie viel Kapitel das hat. Ich nehme mal an, dass wir vielleicht wieder 3 oder 4 haben. Ich würde es mal ganz gucken. Ah, siehst du, Schleichschuhe würde ich auch noch machen. Aber so Kugel, ich würde halt gerne mehr Kugeln. Deswegen, ich lasse das mal so. Die Nähfabrik wurde per Wasserrad betrieben, bevor der Kanal ausgetrocknet ist. Seit kurzem läuft sie wieder. Und was die Hutmacher auch dafür getan haben, die Toten Aale sind ziemlich sauer. Sie bekriegen sich. Okay. Er begeht's Geschenk. Und verlegte Rune. Na. Wir sind seit 8 Jahren hier. Wir werden nicht gehen. Wann kommt der Alte endlich raus und kämpft? Wir haben was für euch genäht, kleine Aale. Was ist los? Habt ihr zu viel zu nähen? Hört ihr jetzt nur auf zu quatschen und fangt mal an? Kommt und kämpft. Oder müsst ihr euch erst ein paar Kleider nähen? Lol. Wollen die vergiften oder so? Und hat erstmal die eigenen Partner umgebracht. Cool. Aber ich gucke mir das erstmal gemütlich an. Okay, das Zeug scheint übel zu sein. Ich hoffe. Okay, man stirbt aber nicht instant davon. Und werf dich in den Fluss. Du übernachtest heute im Flussland. Zu den Ratten mit dir. Nein. Zeit, dass die Toten alle ein paar Münzen einsammeln. Ist das der einzigste? Kannst du dich mal umdrehen, Typ? Ich geh. Er hat sich halt nicht bewegt, aber was soll ich denn machen? Und ich wusste, die haben ja Kugeln und alles, aber das kann ich ja dann weiter nicht verwenden. Habt ihr noch irgendeinen anderen Shit? Das ist ja immer das Doofe. So, da müssen wir, glaube ich, danach hin. Ich würde aber erstmal gerne die Rune irgendwie. Okay, da ist wieder so ein Chef. Okay, Glück gehabt. Nein, Alter, geh weiter, Mann. Du willst was anderes untersuchen. Okay, die sind unten, glaube ich. Aber da muss ich auch hin, ne? Wir müssen da, glaub. Oh. Toll. Über die Kanalisation rein. Obwohl, warte mal. Ich kann sagen, vielleicht sehen. Achso, das sind Münzen, ich wollte gerade sagen.
Okay, Liebesbrief. Glaube ich. Okay, wir können unsere Gesundheit erhöhen. Was ist denn das jetzt hier? Hallo Freund, wie deine Wahlfänger angewiesen haben, dann schreckt die Dinge aus dem okay, ja. Gut, nein, es war leider kein Liebesbrief. Aber ja. Würde erstmal das machen, ne? Und danach, also ich weiß nicht, ob ich da unbedingt auf Rune gehe. Ziehe unbedingt die Gegenstände. Ja, ich glaube, ich werde einen Schattenangriff machen. Wie gesagt, wenn ich noch welche finden sollte, wenn nicht, dann ist es halt so. Oh, brauche ich eigentlich nicht. Na toll. Wetten, der da hat den Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Wo ist denn jetzt hingefallen? Ja, nice. Okay, anscheinend war er hier. Aber den anderen Schlüssel sehe ich halt nicht. Gut, dann nehmen wir jetzt noch eine Münze mit. Schade, schade, weil wäre glaube ich ganz nice gewesen, um uns noch was zu kaufen. Vielleicht finde ich den Schlüssel ja noch. So, warte mal, wo ist denn... Ach scheiße, hätte ich auf die... Ah ne, ich komme glaube ich von hier auf die andere Seite, oder? Vielleicht ist auch der Schlüssel bei Abigail da. I don't know. Hallo? Ja, und da ist. Wir werden keine drei Monate mehr überleben. Lass mich gehen. Okay, das ist auf jeden Fall noch eine Rune. Sag es! Tote Aale essen Dreck, weil es schmeckt! Sag es, dann lebt. Ich dachte, ich wäre tot. Die glauben mir nie, wer mich gerettet hat. Tja, ne? Kannst du mal sehen. Warum bin ich noch gesund? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Und ja, wir haben den Tresorschlüssel. Aber ist das jetzt auch das Geschenk? Ach nee, das war sein. Okay, gut. Ist ein anderer Tresor, aber sehr schön. Knochenartefakt. Nachricht von Abigail. Darum bitte nehmen Sie das als Zeichen meiner Dankbarkeit für unsere gemeinsame Arbeit in Roadfields Schlachthaus an. Meine Quellen verraten mir, dass Sie keine Mühen scheuen würden, um an so etwas heranzukommen. Ja, das ist richtig. Danke dir, Abby. Leichenbestatter. Ja, nee, ach Mann. Ja, ich meine, ich kann es ausrüsten, aber bringt mir doch nichts. Hat ihr sonst noch irgendwas? Okay, Granate ist voll. Jo. Na ja, gut. Und da mal bloß ein bisschen Obst. Und das ist wieder voll. Alles klar. Gut, dann machen wir uns mal auf zu unserer eigentlichen Stelle. Ich dachte nämlich, das wäre der Schlüssel für den Tresor da. Ich versuche die einfach mal zu umgehen. Vielleicht können wir mit ein bisschen weniger. Ja, so viel dazu, ne? Ungünstig. Komme ich da einfach so rein? Lol, anscheinend schon. Okay, dann nur mal gucken. Okay, speichert. Wakefield ist ein harter Kerl. Aber nicht so lustig wie Lizzie. Sie hat das Meer genossen. Ja, und sie hat niemanden in Säcken. Halt, da ist. Ich sehe die noch nach Luft japsen. Ja,
Wie will er das übertreffen? Wer ist das denn? Ja. So, das Ding ist, der hat auch hier einen Schlüssel gehabt, oder? Hattest du nicht einen Schlüsseltyp? Halt, da ist. Einmal, kann ich dich mal hierhin verfrachten? Also, es sah zumindest so aus, als ob er was einen Schlüssel gehabt hätte. So, ein bisschen Erz. Okay, dann habe ich vielleicht falsch geguckt. Ist das das Schiff? Ja, ne? Das ist das Boot. Oder das Boot hält sich wahrscheinlich unter Deck auf. Was ich mit ihm mache, wird barmherziger sein als das, was Lizzie im Sinn hat. Shit, eigentlich wollte ich die Tante da gerade wegrotzen. Müssen die Ratten gewesen sein. Ja, dann guck doch auch mal weg, du Arsch. Jetzt muss er ihr folgen, oder was? Was sag ich? Lass sie mal vor. Ach, Kacke. Die kriegen ja hier gar nichts mit, Alter. Das ist ja schon fast lächerlich. Hat er noch irgendwas gehabt? Nee, er hat den Spazierstock gehabt und das war's dann. Shit. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Aber das heißt ja für mich schon mal... Da, ich wollte gerade sagen. Das ist doch hier. Die scheint jetzt nicht wirklich gut bewaffnet zu sein, oder? Mal gucken, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Ja, okay, gut. Ein paar Bolzen. Aber ansonsten habe ich hier, glaube ich, nichts weiter, ne? Ist ein bisschen... Zwei Fleischer haben hier nach Arbeit gefragt. Haben über ihre Fabrik gejagt. Und dann? Hab sie ausgelacht. Die sind Abschaum, weiß doch jeder. Außerdem... Ich habe jetzt bloß was gehört, deswegen dachte ich, na, tust du jetzt mal schnell wegtüdeln. So, bevor dich immer sieht. Ja, da. Ich hoffe, das lag zu. Obwohl, die Rune war jetzt irgendwo da hinten. Die würde ich mir schon ganz gerne nochmal holen. Ungünstig. Ist das? Ja, und da oben ist noch einer. Kommen die jetzt wirklich hierher? Na, nun nimm das Ding. Nö, kommt keiner. Was ist denn das? Okay, cool. Ich weiß nicht, ob das auch ein alternativer Weg ist, aber ich will ja eigentlich erstmal... Ja, 4 Meter. Oder muss ich dann doch da durch? Hä, wie? Warte. Das sind die scheiß Fische wieder. Die Optik ist halt manchmal auch so. Geh hier hoch. Geh hier hoch, Typ. Sag mal, du sollst nicht schon wieder... Ja, das sind die scheiß Fische. Geh jetzt hier hoch. Mann! Du Alter, diese Steuerung. Junge, willst du mich verarschen? Da ist ein Boot, Mann. Geh da hier... Alter. Sim, war da noch was? Geht an Bord und haut, geht gleich wieder runter, Alter. Ist, Oder komme ich von hier oben irgendwie da unten rein? Hallo, da hinten ist ja auch noch einer. Aber hier war auch Besuch, ne? Okay, die sind am Kotzen. Wie komme ich denn da überhaupt hin?
Ich will mich jetzt auch nicht zu lange eigentlich an der Rune aufhalten, weil eigentlich... Lol. Ach, lol. Ja, nur... Shit. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Hallo? Oh Gott. Ja, toll, Rune gefunden, Mann. Wo geht's mit dir hier? Mich wundert's, warum die hier so am Rumkotzen sind. Okay, Alter, geht. Wo ist denn der? Komm ich da hin? Hä, komm ich. Hä? Hä? Nein. Meine Fresse, du sollst auf den dämlichen Zug wieder gehen. Oh, da. Ist doch wahr. Okay, jetzt lass mal kurz gucken. Gibt's hier noch eine Möglichkeit reinzukommen? Also ich kann mir vorstellen, schwimmen, aber... Oh, das ist schon ganz richtig, aber ich kann halt nicht in Ruhe gucken, weil da gewisse... Die Hexenfische laben sich an den solchen Opfern. Ja, toll, ne? Okay, da... Wisst ihr was? Ah, toll. Kann ich die nicht? Gar nicht? Also, ich dachte... Hier komme ich halt nicht durch. Scheiß was doch. Na? Wo war denn jetzt hier der Eingang? Ach, hier. Ich meine, vielleicht komme ich auch da raus, wo ich eigentlich raus wollte, zu der Rune. Hallo? Junge! Hallo! Alter, ey, diese Steuerung, Alter, das ist... Lass mich verarschen, jetzt geh hier hoch. Und bleib auch mal oben. Alter, hör doch mal auf, hier ist mal gleich wieder reinzuspringen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ohne Witz, ich drück halt bloß... Ey, X. So. Hör auf damit, was soll denn das? Ey, das macht mich kirre. Alter. Warte mal, nee. Bin ich jetzt draußen da endlich, ey? Hilfe, dass er nicht normal rausklettern kann, sondern immer wieder sich gleich... So, kommt der Typ jetzt wieder? Das ist der Doubt, den ich kenne. Corvo hat in Coldbridge seine Spuren hinterlassen, aber du auch. Welche Erleichterung. Das Leben in Dunwall war zuletzt ziemlich grausam. Diese Sache mit den Aalen verlangt nach etwas mehr Diplomatie. Aber auf Dauer gibt eine qualmende Ruine auch ein gutes Denkmal ab. Cool. Ey, aber trotzdem, Alter, das war doch sowas von fucking nervig. Ist sowas hier? Nee. Warte mal, so. Einfach bloß damit was haben. Wie viel Dings habe ich denn jetzt eigentlich? Okay, ich habe 2. Baut Adrenalin auf, joa. Joa, aber ich wollte, glaube ich, das machen, ne, damit alle weg sind. Damit ich auch nicht wirklich drauf gucken muss, ob da irgendwie wie was kommt, ne. Okay. Oh. Okay, vielleicht. Ich sehe ja hier schlecht. Okay, da ist noch ein Knochenartefakt. Okay, kannst du das mal. Ich sehe ja noch weniger. Okay, der Gang war wirklich bloß dafür. Ich dachte nämlich mal, kommt noch vielleicht weiter. So. Aber ich habe gesehen, da ist noch ein... Ganz nice.
Frage ist bloß, muss ich da rein oder ist das da drunter? Ich weiß, ich sehe gar nichts, aber ich glaube... Wow! Hallo? Wo ist es denn jetzt? Ich hab's doch gesehen. Okay, scheiße, warte mal. Ja, dachte ich mir. So. Ja, Mann! Typ! Klicken, 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 klicken. Jetzt nimm das scheiß Ding, Alter, es liegt doch da! Ja! Hör, Alter, er macht mich kirre. Jetzt nimm das! Ja, aua, aua, aua. Jetzt, Alter, geht doch. Alter, leck mich, Spiel. Warte mal. Oh, oh. Ungünstige Stelle, glaube ich. Also, links ist manchmal, So, was haben wir denn hier? Flinker Kämpfer. Der den gezogenen Waffen verlangt. Hat die mich sonst verlangsamt? Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, was wir alles haben, aber ich würde mal sagen, oh gut. Okay, gut, das war Pflicht. Lizzys Boot hatte ich größer in Erinnerung. Oh. Nur vorsichtshalber. Frage ist natürlich nur, ist hoch oder runter? Wahrscheinlich unten rein, ne? Wakefield hat sich im Laderaum der Andien verbarrikadiert. Schmugglerboote wie dieses besitzen oft eine spezielle Luke, um Schmugglerware zu verstecken. Okay. Die Andien vielleicht auch. Komm, ich lade dich ein zum Tanzabschluss. Wo lädst du mich ein? Bist du überhaupt? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Na komm mal hoch. Wir machen ein kurzes Tänzchen, aber auch wirklich bloß kurz, ne? Wohin bist du verschwunden? Hau ab und versteck dich, Ratte. Oh, ja, also, ne? Ich kann dich nicht... Hilf mir mal, ich hab dir einen Fischhaken durch den Bauch. Warte, ich muss mal gucken. Zeit für Lizzys Signal. Oh. Toll. Da habe ich anscheinend dann was verpasst, ne? Okay, die kommen sie ja gleich wieder rausgescheißert. Okay, vielleicht. Warte mal. Okay, da haben wir eh 10 davon. Haben wir noch irgendwas Interessantes hier? Na, nimm. Alter. Willst du mich gerade verarschen? Jetzt nimmt er das nicht? Hä? Ach da. Toll. Okay. Irgendwas ist jetzt gerade raus. Okay, sonst war hier eine Schleuder, ne? Ich sollte noch ein... Gut, dann tun wir mal. Bett. Lizzy Stride hat wieder die Kontrolle über die toten Aale. Sie hat sie angewiesen, sie passieren zu lassen. Freund Edgar Wakefield hat mich an die Stadtwache verraten. Und ihr seid... Edgar, dieser Dreckskerl. Wie kann man nur so unfähig sein? Die Hutmacher haben die Andien demoliert. Das Boot sieht doch gut aus. Sie haben die Zinsspule. Wir sind manövrierunfähig. Was ist? Können wir eine neue beschaffen? Die werden nicht mehr hergestellt. Nicht für Motoren wie den der Andien. Wir müssen sie zurückholen. Der Alte ist immer noch Anführer der Hutmacher? Ich werde ihn besuchen. Das ist nicht so leicht. Es
gibt einen Haken. Wie immer. Was ist es diesmal? Der Alte ist jetzt fast 100 Jahre alt. Er ist verkabelt und wenn er stirbt, wird der ganze Komplex mit Gas geflutet. Die gehen kein Risiko ein, haben extra einen Pfleger angeheuert. Vielleicht lässt er wegen der Spule mit sich handeln. Lassen Sie ihren Charme spielen. Einer der Hutmacher hat mir ihr Passwort gegeben, damit er seine Finger behalten durfte. Es lautet Wahlknochen. Hab's nie benutzt wegen des Gases. Und weil ich im Knast war. Halten Sie sich bereit, wenn ich zurück bin.